Und willkommen zum neuen Part Let's Play Fantasy Live. Ja, Fantasy Live. Willkommen zum neuen Part, ja. Ich habe heute tatsächlich noch einen neuen Part Fantasy Live zu machen mit euch. Nur was doof ist. Das Internet, das packt rum. Ich meine, erst sollte es. Das Internet packt rum und das braucht zu lange immer, um Videos hochzuladen. Ich denke mal, 4 Videos pro Tag. Kann ich jetzt immer noch hochladen, das tut mir leid. 4 Videos ist okay für euch hoffentlich jetzt. Aber 4 Videos ist auch okay, finde ich jetzt. Okay. Also, seid nicht enttäuscht von mir, okay. Wo ist denn die Mac? Ja, erstmal willkommen hier. Wir sollen wohl hier irgendwie einen Besuch gehen und weiß nicht. Da kommen wir irgendwie weiter. Damit kommen wir irgendwie weiter, oder? Ja, richtig. Ach, oben. Ach, sorry, oben. Oben ist bestimmt die, ja. Oben ist ehrlich die Frau hier, die Mac. Ja, richtig. Ist schon, er ist schon so lange weg. Ich mache mir schon Sorgen. Oh, da haben wir endlich die Mutter gesehen. Ach, Fee, da bist du ja. Ich wollte noch mal sehen, ob du schon daheim bist. Wie war es? Es war ja mal ein hektischer Tag, um ehrlich zu sein, sind wir beide müde. Nanu, wer ist das? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Vetterling. Maritia hat mir heute echt geholfen. Danke. Beziehungsweise vor 10 Tagen. Oh, die Freunde ist ganz meisterlich. Ich bin Mac, die Vermieterin. Der erste Tag im Arbeitsleben und schon bringt es er jemanden mit, für den ich kochen soll. Es ist nicht so einfach, sich um so viele Leute zu kümmern, aber sie sind schon nicht so viel essen. Aber sie wird schon nicht so viel essen. Es tut mir leid. Ich werde versuchen, die nicht zu last zu fällen. Bitte lass mich hier bleiben. Oh, mach dir keine Sorgen, du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin keine gemeine Vermieterin, ich bin eine sehr nette Vermieterin. Außerdem vermisst du bestimmt auch dein Zuhause. Und du machst mich irgendwie auch neugierig. Einen sprechenden Schmetterling sieht man nicht alle Tage. Besuch mich doch auch mal ab und an bei mir. Da bekommst du auch ein leckeres Zuckerwasser. Oh, yippie, vielen, vielen Dank. Es scheint, da bist du auf dem richtigen Weg in dein Leben. Übrigens, ich habe mir hier ein Geschenk für dich ausgesucht. Weißt du, dieser Raum ist ziemlich kahl. Deshalb habe ich das für dich gekauft. Sehr nett. Ein Stuhlgräber, ein verschlissener Stuhl. Ja, kleiner Scheiß. Das ist sehr nett von dir. Eine kleine Dekoration macht einen großen Unterschied. Stell es doch ruhig auf. Natürlich machen wir es auch jetzt. Wir können es gerne machen jetzt. Gut, dann stellen wir es auf. Und ja, Lager. Nee, doch nicht. Neuanordnung, genau. Neuanordnung heißt das. Hier. Platzieren, ja. Und jetzt? Ah, genau, hier. Doch nicht. Hier, okay. Wo können wir den Stuhl hin tun? Wo können wir den Stuhl hin tun, ey? Wow. Hier so vom Bett vielleicht? Nee, ich will da so. Hier so. So ist gut, ja. Ja, so ist ganz toll. So gefällt es am besten. Machen wir so. So ist ein gutes Sinn. So ist echt ein gutes Ding. Dankeschön. Gut, Dankeschön. So. Hab ich gemacht, da. Das ist los. Sieht das nicht aus? Richtig, ja, sieht echt gut aus. Jetzt, dass du deinen Weg in dein Leben gefunden hast. Jetzt, dass du deinen Weg im Leben gefunden hast, kannst du endlich arbeiten und Gulden verdienen. Richtig. Damit kannst du den alle möglichen netten Sachen für dein Zimmer kaufen.
Sobald du einige Gulden gespart hast, kann ich dir auch größere Zimmer zeigen. Ich betreibe das Maklerbüro im Erdgeschoss. Das weißt du doch, oder? Ja, natürlich weiß ich es noch. Wenn du mehr wissen willst, komm ruhig herunter und schau dich um. Der Gulden und Sterne sind schon wichtig, aber der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist Wonne. Mit genug Wonne kannst du daheim und auch auf Reisen alle möglichen Vorteile genießen. Vergiss nicht, nach einem aufregenden Tag voller Abenteuer nach Hause zu kommen. Das ist das Geheimnis für ein Leben in Wonne. Ich muss jetzt aber auch weiter, mein Lieber. Dank daran, dich ein bisschen auszuruhen, Mario T. Ich wünsche dir auch ebenfalls eine gute Nacht, Flatterling. Gute Nacht! Bis bald hoffentlich! Ja, bis bald hoffentlich. Vielen Dank für alles. Du bist echt sehr nett, Mac. Mac, du Mac-Wurst. Du Big-Wurst. Wonne klingt doch großartig. Du sollst so schnell wie möglich an Wonne gelangen. Ich kann es dir kaum erwarten. Ich kann es dir kaum glatten. Es zu sehen, mit wie viel Wonne du dein Leben füllen kannst, Mario T. Da flattern mir ja die Nerven auf vor Aufregung. Und rein zufällig. Hör dir das mal an, Mario T. Du willst nie erraten, was ich kann. Ich kann nämlich deine Wonne für dich prüfen. Mit dieser Reaktion habe ich nicht gerechnet. Ach, auch egal. Wann immer du wissen willst, wie viel Wonne du gerade hast. Frag mich einfach, ich rechne es dir aus. Willst du es mal versuchen? Natürlich will ich es versuchen mal. Gucken wir mal. Den König im Schloss getroffen. Das Leben als Angler begonnen. Das erste Mal ein Level aufgestiegen. Eine Stunde im Reservoir verbracht. 1000 Gulden verdient. Wow, so gut. Wow, so gut. Oh, wir können schon mal was wählen. Oh mein Gott, wir können schon was wählen. Was gibt's denn hier? Es gibt eine größere Tasche. Okay, nicht schlecht. Hol dir eine größere Tasche. Die Tasche fasst ganze 100 Eisens. Eine Erweiterung deines Lagers ist immer eine gute Idee. Verstaue bis zu 500 Eisens in dein Zimmer. Teile dein Zimmer mit einem Tier oder bestreite Abenteuer mit ihm. Halte deine Katze, einen Hund und mehr. Mit diesem Bonus kannst du dir ein Pferd aus den Stallungen und Kasteleien reisen, wie somit viel schneller. Richtig, ja? Einkaufen. Das Item mit der Lädenkastel wird erweitert. Einkauf macht nun noch mehr Spaß. Verändere deinen Versuch nach Belieben. Sprich einfach mit Florian, dass sie lebt in der Hütte in der weltlichen Grasebene. Du kannst die jetzt die Lieder des Spiels im Theater in deinem Zimmer zuhören. Okay, danke. Ich will tatsächlich mal das machen hier mit den Einkaufen, weil das echt gut ist. Machen wir mal Einkaufen, komm. Knick, knack, knuck. Ja. Ja, das ist gut. Haben Einkauf aktiviert. Es freut mich. Ja. Ist gut, Einkaufen haben wir gemacht. Dankeschön, der reicht. Und jetzt? Ja, und jetzt auf Arbeit. Ah, achso, da. Okay, tut mir leid. Oder da. Ach, zweimal. Achso, zweimal. Okay, dann mache ich noch einmal hier mit den Pferdereiten. Machen wir nochmal Pferdereiten. Ja, genau. Mit diesem Bonus kannst du ein Pferd aus den Stallung Kastell leihen. Reisen wird so verdammt nochmal viel schneller. Gut gemacht, Mario T. Wenn du Wonne weiterhin so schnell sammelst, dann kannst du dein Leben mit spaßiger Vorteilen so richtig lebenswert machen. Okay, danke schön. Sag einfach Bescheid, wann du willst, dass ich deine Wonne prüfe. Wenn wir unterwegs sind, versuche ich dich zu stören, Mario T. Aber sobald wir in deinem Zimmer sind, nutze ich die Gelegenheit, um mein Zimmer ein bisschen zu verhübschern und um deine Flügel so ein bisschen anzustrecken.
Wenn du dich also mit mir unterhalten willst, komm einfach hierher und ich werde für dich da sein. Okay, danke schön, vielen Dank. Sehr nett von dir. Und jetzt haben wir schon 10 Minuten ins Bett. Okay, sehr schön. Heute war echt, ja, so spannend, oder? Okay, danke, danke, danke. Ja, haben wir gesagt, schon 10 Minuten vor uns. Haben wir schon 10 Minuten, ja, mit Spaß den Part hinter uns bekommen. Aber es war auch sehr schön. Macht immer Spaß, das Spiel zu spielen. Nur ich muss auch jetzt aufhören mit diesem Part. Ich sage Servus, Servus. Und ja, beim nächsten Mal machen wir diese Quests. Ciao.